So, da bin ich wieder. Nach einem wohlnährenden Frühstück. So, wir, ja, in dem Brot war viel Luft. Wir, genau, ist schon wieder dunkel. Hammer Nackholm. So. Hier wollte ich mal bauen. Und zwar. Die Frage ist, wie groß ziehen wir das Ganze auf? Also ich hätte gerne entweder 8 oder 16 Ausgaben. Ich glaube, wir wollen das. Wir machen das Ganze lieber. Wir können es auch rechteckig machen. Weil das hier so ein paar Felder breit ist. Also so die, also so wie hier diese freie Fläche, ne? Bis hier zu den Bäumen. Ne, bis hier so lang und dann auch bis hier hinten hin. So von da auf sogar bis hier. Das sollte doch passen. Okay. Dann machen wir es also doch rechteckig. Kriegen wir das unten mit der Anlage hin. Sollte eigentlich passen. Aber quadratisch war natürlich, ne, jetzt mal ein bisschen mehr Platz. Gib mir mal einen ganzen Batzen davon. So. Also angenommen, wir machen die Fläche von da. Mal bis hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es macht keinen Sinn. Wir müssen wirklich schon hier beginnen. Da. Hier kann man ein bisschen weiter runter gehen. Warum erzähle ich gleich? Ich will, also, kann ich gleich erzählen. Ich will mich doch einen Rahmen drumherum machen. Und das Ding selber soll nämlich einen Glasfußboden haben. Sodass man auch von oben die Anlage darunter sehen kann. Erstens sieht es optisch halt schön aus. Denke ich mir jetzt einfach mal. Und B, kann man dann auch gucken, wo kommt das nächste Item? Ach, da muss ich hin. Also ein bisschen so spielerisch so. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Warum ist das jetzt eine gerade Zahl? Verdammte Scheiße. Müssten 19 sein. Da sind mehr. Gut, dann gehe ich hier noch eins nach außen. So. Direkt da. So, dann habe ich nämlich jetzt folgendes. Hier ist der Rahmen. Also das ist quasi der Eckpunkt von dem Rahmen. Dann habe ich jetzt 1, danke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, hier die erste Ausgabe. Macht aber so ehrlich gesagt gar keinen Sinn. Nee, macht so keinen Sinn. Kurz mal weg. Ich mach das Ganze doch mal eher so hier. Dass das so ein riesiger breiter Rahmen drumherum ist, macht nämlich gar keinen Sinn. Damit das Ganze. Zwei kleiner. So, das heißt 1, 2. Hier kommt eine Ausgabe hin. 1, 2, 1, 2. Da kommt eine Ausgabe hin. 1, 2, 1, 2. Da kommt eine Ausgabe hin. 1. Aber hier haut ja gar nichts hin. Was ist hier los? Aber Nackholm. Ja, eben, ich hab. Ich hab komplett Numo gerechnet. Aber kurz. 1, 2. 3, 4. Leute, ich bin gerade sowas von raus. Fick die Henne. Angekommen ist noch da. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann müsste der Rahmen doch bis hier gehen. So, dann haben wir quasi um jedes Ding immer zwei Felder frei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Gut, das hier passt. Nicht. Das muss ja ungefähr da sein. Genau. Voila. Eins, zwei, drei, vier. Und hier kommt dann die zweite Reihe von Ausgaben hin. Eins, zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Okay, das heißt folgendes. Der Baum kann hier stehen. Nee, kann er nicht. Der muss weg. Die anderen Bäume können aber stehen bleiben. Der ist außerhalb des Rahmens. Und der ist auch gerade so außerhalb vom Rahmen. Okay. Jo, das heißt... Ja, mit ganzen Scheiß hier. Hammer Nackholm. So, das ist der Grundrahmen. Das Gelände geht dann also bis hier. Und hier bis 1, 2, genau. Bis 1, 2, genau. Bis 1, 2. Hier. So, das heißt folgendes. Wir setzen hier einen Marker. Warum ist das da anders? Oh, ich habe das Ding falsch gesetzt. Damit, egal. Die Frage ist, wie hoch machen wir die Verarbeitungseinheit? Wir sind hier bei 20. 22. Ja, wir brauchen unten die Anlage, die das Ganze umwandelt. Da brauchen wir ungefähr 3 Blöcke Höhe. Dann brauchen wir noch eine Anlage, die das Ganze verarbeitet. Also die Rohstoffe, die rauskommen. Nee, die wollen wir gar nicht verarbeiten. Wir wollen ja direkt einfach nur die Rohstoffe haben. Also das Zeug grinden und dann daraus den Barren machen, machen wir gar nicht. Sondern hier kommt wirklich direkt diese Klumpen raus. So, da brauchen wir also bloß noch eine Verteilereinheit. Das heißt, eigentlich sollte eine Höhe von 10 vollkommen reichen. Dann gehen wir also runter bis auf 12. Ungefähr so. Und machen hier Punkt 2. Da machen wir jetzt einen schönen Rahmen, würde ich mal sagen, aus diesen Dingern hier. Stone Block. Also Position 1 ist richtig gesetzt, Position 2 ist auch richtig gesetzt, okay. Stone. Ja, wo kommt das Öl her? Block. Bam. So, easy. Jetzt müssen wir, das ist jetzt der Rahmen. Jetzt müssen wir 1 höher. 1 nach links. Auf jeden Fall 1 nach innen. So. Das ist denn das Innere. Achso, genau, so kann ich gleich hier machen. Warum? Aber gleich. So, das ist denn der innere Punkt. Und da machen wir Set R. Ja, seht ihr? Und das ist genau der Grund. Das mache ich jetzt gar nicht hier. Hier kommt da kein Sonnenlicht rein, trotzdem ist bei World Edit immer, dass Sachen hell sind. Und deswegen immer ganz wichtig, dieses Fixed Light hinterher. Weil dann auf einmal auffällt. Oh, schon wieder falsch. Huch, hier drin ist ja gar keine Sonne. Dumm gelaufen. Ja. So. Jetzt machen wir nämlich folgendes. Jetzt brauchen wir als Glasdecke, würde ich gerne dieses Obsidian-Glas nutzen. Die Frage ist, nehmen wir ganze Blöcke? Ja, doch, ist eigentlich egal. Man kann eh nicht drunter durchgucken. Das heißt, von hier
bis hier. Obsidian Glas. Ja, was mache ich denn da gerade? Aus. Leg mich. Obsidian Glas. Bam. Und schon kann man reingucken. Easy. Warum auch immer jetzt hier da und da, ist ja egal. Wie gesagt, am Ende mache ich eh noch mal Fix Light und dann passt das. Aber jetzt wisst ihr, warum ich mal Fix Light mache. Da müssen wir jetzt die letzte bisschen mal drauf. Noch. Wait. Warum ist das hier gerade falsch? Hier sind zwei, hier sind zwei, hier ist alles richtig. Der Punkt hier war falsch. Gut, das ist natürlich traumatisierend. Danke dafür. Deswegen mache ich solche Sachen nicht im Let's Play, damit ihr nicht seht, wie scheiße ich eigentlich bin. Ja, Ronny, voll der Pro-Gamer, Digga, der hat Ahnung von World Edit. Ja, scheiße habe ich. So, das hier wird dann... Stormblock. Das hier... Das hier Luft. Das hier Obsidianglas. So, jetzt macht das Ganze Sinn. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, genau. Ja. Jetzt will ich hier oben das ganze Gras abbauen. Danke. So, jetzt. Jetzt die Frage. Wir brauchten das, ne? Genau, das Dispenser. Die Plan brauchen wir nicht. Wir brauchen Dispenser. Ich will irgendwie mal Display schreiben. Also da unten. Achso, hey, wir brauchen ja bloß 8. So. Der Raum ist schon ganz schön klein. Wobei, ja, nee, für die Anlage soll es auf jeden Fall reichen. Ist eigentlich sogar zu groß. Vor allem nicht zu hoch. So hoch muss der gar nicht sein. Ja, wobei wir brauchen ja auch noch für die MV-Geräte brauchen wir auch noch eine Stromversorgung. Die kann dann ja auch mit rein. Eben, die habe ich komplett vergessen, die brauchen eine Stromversorgung. Ja, können wir nicht schaden. Aber auf jeden Fall kann man halt von hier oben schon reingucken. Hat also auf jeden Fall was. So, jetzt wo wir die Dinger für die Dispenser haben. Schwierig hier die Löcher zu finden. That's what she said. Ja. So. Sehr geil. Und jetzt kann ich nämlich einfach mal hier. Wow. Ja, dann Kamera. Bitte kommen. So, alle Blumen weg. Du kannst auch weg. So, jetzt kommen auch die Markierungen hier weg. Hey, da halt nicht. Wieso kann ich nicht mehr? Geht doch. So. So sieht das Ganze dann erstmal von oben. Also, wenn man, ne? So. Easy. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Ja, jetzt kommt die ganze Technik. Das heißt, wir brauchen erstmal ein sauberes, leeres Inventar. So. Dann,
fangen wir mal an. Wir brauchen ganz, ganz viele Pipes. Ja. Wir brauchen Sorting. Wir brauchen, wir können eigentlich Stackwise arbeiten, oder? Ja. Wir brauchen... Genau, Vakuum-Dinger. Ton. Ich glaube eigentlich nicht, aber... Das müsste es gewesen sein. Brauchen wir für den Verteiler? Nee, eigentlich nicht. Nee. Okay, dann brauchen wir jetzt noch das Ding. Dann nehmen wir mal zwei. Dann brauchen wir einmal Lava, einmal Wasser. Die Anlage baue ich One-Way-Glas. Was ist das denn nochmal? Keine Ahnung. Nehme ich das aber mal lieber nicht. Ja, wir nehmen einfach das hier. Das funktioniert immer gut. Sieht optisch ganz geil aus. So, dann würde ich mal sagen, wir legen erstmal einfach mal los. Das heißt, wir haben... Das Ding kommt jetzt in die Ecke. Da haben wir... Ich brauche hinten noch Platz für das Mail-Signal. Nee. Verdammt. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich hier von allen... warum ich vier Werkzeuge habe. Die können eh alle alles. Eigentlich brauchst du nur ein einziges Werkzeug und kannst damit alles machen. Also, pff, naja, was soll's. So. Da kommt das Wasser hin. Da wird also geblockt und hier geht dann das Rohr lang. Genau. The Pipe. Oder wir machen einfach optisch schöner. Komplett zu. Geht auch. Wobei es dann besser wäre, wenn wir das hier rausgehen lassen. Oder? Ey, du Arsch. Machen wir da. So, dann brauchen wir hier das war Humbug. Da kommt der Notebreaker hin. Und da es bei dem egal ist, was da für Werkzeug drin ist, nehmen wir aus Prinzip eine aus Holz. Du kommst nach da. Du kommst da rein. Ja. Oder aus Prinzip einfach mal eine Atmenacke reinpacken. Nee. So. Hier kommt zu. Da kommt zu. Da kommt Wasser. Hier kommt Lava. Voilà, genau. So, jetzt brauchen wir Vakuum. Achso, mache ich mal Adjustable. Hat er gut funktioniert? Telefon, nein. Vakuum, auch leck mich doch. Ja, so ist er doch. Genau. Na sonst lassen die Leute hier irgendwelche Sachen droppen. Wobei, nee, selbst die normale Tür hat ja, glaube ich, nur einen Radius von 8, ne? Ich meine, gut, man könnte trotzdem noch hier hinten irgendwelche Sachen... Wobei, nee, hier ist alles umbaut. Und hier oben kann man keine Sachen droppen. Müssen wir erstmal hier hochkommen. Geht aber nicht, weil man hier nicht bauen kann. Oh, anyways. Egal, auf jeden Fall machen wir wieder Adjustable-Ding. Da sagen wir bitte auf... Ja, Feuer ist gut. Und schon ist die Anlage
Uneinnehmbar. Okay, so, folgendes. Da kommst jetzt ran. Und du gehst nach. Ah, Gott, hier kommt das Ding und das Ding. Dann brauche ich noch einen Autocrafter. Im Vorraum jetzt eine Menge, schon mal ganz viele Kabel. Dann brauchen wir. Ja, siehst du, ich muss den Boden sogar noch eins tiefer machen. Eigentlich sogar zwei tiefer, wäre günstig. Ja, ich mache den Boden noch zwei tiefer. Ist das richtig so? Ja. Wir hoffen. Ah, ne, ich war falsch. Da muss ich hin. Genau, das ist hier. Genau. So, da bin ich hier zwei tiefer. Und hier muss ich auf der Ebene. Da kommt die 2 hin. Jetzt muss das Ding zwei Blöcke runter gehen. Oh, da. Genau. Genau. Hier sieht es auch richtig aus. Ja. Auch richtig. Bam. Voilà. So ist gut. Weißt du was? Da ist drunter nicht ganz so scheiße aussieht, mal hier ein paar Lämpchen hin. Wie viel Platz haben wir denn hier? Das geht bis hier hinten. Ich probiere erstmal. Ja, das passt schon mal nicht. Ja, so ist gut. So. Hat mir jetzt hier drunter auch noch ein bisschen Licht. Easy. Okay. So. Das heißt, jetzt kommt dann. Wir hatten V. Du kommst weg. Du kommst erstmal weg. Das. So, wir brauchen auf jeden Fall. Ofen und eine Schleifmaschine. So. Der Ofen kommt nämlich hier jetzt hin, weil das Ganze nämlich einen ganz großen Vorteil hat. Wir können nämlich, wenn die Pipe hier vorne lang geht, so ungefähr. Dann können wir nämlich hier direkt mit dem Zeug reinkommen. Und wenn wir sagen, hier. Ach nee, das konnte der Cobblestone. Cobblestone geht in die Schleifmaschine. Nicht in den Ofen. Und wenn wir dann nämlich sagen, Cobblestone geht da rein, dann geht es halt direkt in die Schleifmaschine rein. Ne? Da geht es jetzt gar nicht irgendwie in den Kreis rein oder macht eine Ehrenrunde oder sowas. Jetzt gerade eben jetzt bei einer Ehrenrunde gemacht. Aber jetzt geht es halt wirklich direkt bop, da rein. Muerte. So. Genau, da geht es in die Schleifmaschine. Genau. Und da geht es in die Schleifmaschine. Das war's. So. Du kommst dahin. Hier ist dann einfach erstmal. Also, weil ich kann hier eigentlich schon. Nee, macht da an der Stelle keinen Sinn.
Mathematik-Tipp-Segment. Hier kommt ja nämlich der Abzweig. Dann geht es hier weiter. Und mit weiter meine ich wieder in eine Kiste. Chest. Natürlich eine abgeschlossene. Man kommt zwar hier eigentlich nicht rein, aber man kann sich ja immer noch mit Noclip irgendwie reinschieten oder so. I don't know. Von daher. So. Weißt du was? Damit es nicht so hässlich aussieht. So. So. Stackwise. Kommt nach da. Kommt nach da, 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 da und da. Okidoki. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Kabel. Kabellage. Wollen wir die Kabel sichtbar machen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Frage ist sowieso, wie wollen wir überhaupt mit welcher Art und Weise wollen wir Strom gewinnen? Solarzellen. Ich meine, wir sind ja schon auf einer Höhe von. Also, angenommen, wir platzieren die Solarzellen da oben. Dann wären wir auf einer Höhe von 20. Sollten also eigentlich schon Strom gewinnen können. Allerdings verbraucht das in der Reihe eine ganz große Fläche. Und ich will ja eigentlich, dass man hier so schön reingucken kann. Und ich merke gerade, die Anlage wird doch wesentlich flacher. Wir hätten doch weiter noch umbauen können. Aber vielleicht mache ich das noch. Bei andererseits. Ich meine, die cool aussieht wird es trotzdem. Ja doch, passt so. Auf jeden Fall. Kann man so lassen. Ist jetzt nicht so tief, dass man da nichts mehr erkennt oder sowas. Sondern man sieht noch alles. Ja doch, das geht. Das war definitiv höher, als ich gedacht habe. Aber hey. So, was haben wir denn alles für Möglichkeiten, MV zu gewinnen? Wasser würde ich ungern machen, weil es macht die ganze Zeit Krach. Wobei andererseits die Anlage macht hier sowieso die ganze Zeit Krach. Von daher können wir doch Wasser nehmen. Dann nehmen wir, ja, dann machen wir Wassergeneratoren. Auch wenn die ganz schön viel Bauhöhe haben. Jetzt gab es auch hier diese komischen Thermaldinger. Diese Thermalbäder. Oder auch nicht, dann gab es scheinbar nur als LV. Ja. Okay. Das heißt, wir haben hier wirklich bloß Wassermühle oder Solar. Dann würde ich mal fast sagen, wir nehmen doch Solar. Gehen wir mal davon ein paar. Dann klatsche ich die jetzt. Hier so hin, so als ein Array. So, und dann würde ich mal sagen, ich trinke ja mal was drauf. Samili. Ich glaube, ich wollte die Anlage doch nach oben. Das ist mir einfach zu tief. Ist zu viel Umnutzerplatz da. Machen wir die nächste Folge. Von daher, bis dann.